über etwas Nachdenkliches sagen. Manchmal helfen ja Vergleiche, um einen Denkanstoß zu erzielen. Die großen Medien in unserem Lande schweigen sich ziemlich aus über die Vorgänge in Chile, über die millionenfache Proteste gegen die neoliberale Politik des Präsidenten Piñera, der sich Demokrat nennt. Dagegen sind unsere Medien voll von Beschreibungen eines Jubiläums. 30 Jahre, so wie Sie sagen, friedliche Revolution. Es war eine friedliche Konterrevolution, denn mit diesen Ereignissen kehrten wir zurück in Deutschland zum Neoliberalismus, genau der Neoliberalismus, gegen den die Chilenen auf die Straße gehen. Aber nun bleiben wir bei dem Wort friedlich. Präsident, der demokratisch gewählte Präsident Piñera, sprach davon, er befinde sich im Krieg gegen sein eigenes Volk. Man stelle sich vor, die DDR-Regierung hätte damals gesagt, oh, wir eröffnen den Krieg gegen unser Volk. Nein, die DDR-Regierung hat die Unzufriedenheit der Bevölkerung akzeptiert, hat keine Panzer auf die Straße geschickt. Davon halluzinierte nur Bundespräsident Köhler in einer Gedenkrede in Leipzig. Er hat sich nie für diese Lügen entschuldigt. In der DDR wurden keine Panzer auf die Straße geschickt. Es gab keine Toten. Und was sehen wir in Chile? Bisher 19 Tote. Über 1000 Verhaftungen. Ist das friedlich? Ist das eine friedliche Reaktion der Regierung? Darüber sollte man mal nachdenken, welche Regierung wirklich die Interessen des Volkes vertritt und welche Regierung zu brutalen Unterdrückungsmaßnahmen greift, wenn die antidemokratische neoliberale Politik in Frage gestellt wird. Das sollten wir uns mal überlegen, wenn in den nächsten Tagen, wie gesagt, so viel von diesem 30-jährigen Jubiläum gesprochen wird. Wofür, wogegen und wie in anderen Ländern auf Unzufriedenheit im Volk reagiert wird. Auch in Ecuador geht das Volk auf die Straße gegen die neoliberale Politik des Lenin Moreno, der seine Wahlversprechen verraten hat. Auch dort geht man gegen den Neoliberalismus auf die Straße. Wie gesagt, der bei uns in Deutschland nach 1990 verstärkt seine Aktivitäten entwickelte. Jeder spürt das an den prekären Löhnen, prekären Situationen, Mietenexplosionen und so weiter. Es wird Zeit, dass auch wir auf die Straße gehen sollten gegen solche neoliberalen Auswüchse. Danke sehr. Internationale Solidarität. So, jetzt spricht zu uns Orlando von der Kommunistischen Partei Chiles.